Im rheinland-pfälzischen Moorbach ist die örtliche Turnhalle seit Monaten wegen Corona geschlossen. Schulsport ist verboten, Freizeitsport auch. Trotzdem ist hier jeden Morgen Leben in der Halle. Täglich rückt eine Putzkolonne an und reinigt die stillgelegte Halle. Völlig sinnlos, aber jeden Morgen wird die blitzeblanke Halle wieder aufs Neue zum Strahlen gebracht. Im Großen und Ganzen ist lachhaft. Das ist richtig lachhaft. Das ist unglaublich. Also wirklich. Und ich meine, das sind ja Steuergelder, die da draufgehen. Das ist schon krass, ja. Ja, es gibt Sachen, die sind unfassbar. Es ist unerklärbar. Es ist niemand in der Lage, solche Missstände irgendwie zu regulieren. Die Moorbacher wundern sich schon den ganzen Winter, dass die Turnhalle jeden Morgen festlich beleuchtet ist. Denn Sport ist hier ja verboten. Aber pünktlich um 6:30 ist eine Putzkolonne im Einsatz und wischt die Halle feucht durch. Jeden Tag. Eine Reinigungskraft säubert hier sage und schreibe 2,5 Stunden täglich, obwohl seit Monaten gar nichts verschmutzt wird. In diesem Gebäude im Hunsrück dürfte mittlerweile kaum noch ein Staubkorn zu finden sein. Das Personal, wo putzt, kann man irgendwo anders einsetzen, sinnvoll. Es gibt ja genug andere Einrichtungen. Da muss sich der Kreis Gedanken machen, ne? Das ist ja Geld rausgeschmissen. Verantwortlich für die Sporthalle ist der Landkreis Bernkastel-Wittlich. Im Kreishaus verweist man darauf, dass die Glas- und Gebäudereinigerinnung darauf gepocht habe, dass Reinigungsaufträge bestehen bleiben. Schriftlich heißt es, dieser Umstand ist dem Vertragsrecht geschuldet. Die Pandemie machte nämlich lediglich eine Nutzung der Halle zu Sportzwecken unmöglich, nicht aber deren Reinigung. Eine seit Monaten verwaiste Sporthalle wird also völlig sinnlos gereinigt, weil es halt so auf dem Papier steht. 2,5 Stunden Reinigung für eine Halle und die werden nicht benutzt, das ist Schwachsinn. Das ist Beschäftigungstherapie wahrscheinlich. Es macht keinen Sinn. Die Leute selbst, die dort arbeiten, werden es genauso als wenig sinnvoll erachten und man muss es einfach nicht verstehen. Und sie ahnen es, das große Reinigen geht weiter. Auch in den kommenden Wochen wird hier jeden Morgen gefeudelt und geputzt. Ein Titel dürfte Moorbach damit nicht zu nehmen sein. Hier steht die wahrscheinlich sauberste Turnhalle Deutschlands.